während er sich an der Hand kratzt. Allergie? Beobachtet Susa angewidert das Vorgehen der Zivilitäre, die Banditen mit kataleptischen Kugeln bezwingen. Der Bus kam. Das Jucken kehrte zurück. Ich ging durch das Drehkreuz. Keine freien Plätze. Normal zu dieser Stunde. Ich begrüßte die Leute, die ich hier jeden Tag zur gleichen Zeit sehe. Selten gibt es neue Gesichter. Wir sind Teil des S-7.58. Uns ist dieser zugeteilt, kein anderer. So steht es auf den Verkehrsmarken. Auf der Marke steht, in welchem Umkreis ich mich bewegen kann, welches Stadtviertel, welche Seite des Bürgersteigs und welches Transportmittel ich zu benutzen habe. Daher sind wir im S-7.58 immer dieselben. Wir kennen uns alle, aber wir sprechen nicht miteinander. Selten begrüßen wir uns. Wir fahren schweigend. Drei Haltestellen vor der Endstation, jetzt muss es 10.20 Uhr sein, empfand ich ein unerträgliches Jucken. Ich war eingezwängt, ich konnte nicht nachsehen, nicht einmal die Hand heben. Ich trug die Handtasche in der linken Hand, mit der rechten hielt ich mich an der Stange fest. Ich wurde zum Ausgang gestoßen und verabschiedete mich. Natürlich antwortete niemand. Ich war gerade ausgestiegen, da hörte ich den Knall, trocken, hohl. Den strikten Anweisungen folgend warf ich mich sofort zu Boden. In einer Zehntelsekunde lagen alle um mich herum ausgestreckt. Unsere Reflexe sind geschärft. Wie die Ratten, die zum Futternapf rennen, sobald sie die Klingel hören. Wie oft am Tag werfe ich mich in dieser Stadt auf den Boden. Wenn jemand ein paar Stunden ohne Ton filmen würde, könnte man meinen, eine dieser alten Komödien mit Harold Lloyd, Dick und Doof oder Mac Sennett vor sich zu haben. Hinlegen, aufstehen, hinlegen, aufstehen. Und die Gesichter? Alle erschreckt, angespannt. Die Menschen streiten sich auf dem Bürgersteig um Zentimeter. Sie stoßen mit den Köpfen aneinander, küssen sich, liegen Gesicht an Gesicht, atmen den Staub ein, stehen schmutzig auf, schimpfen und protestieren. Ich habe schon einmal für die 200 Meter bis zum Büro 2 Stunden gebraucht. Hinlegen, aufstehen, Schüsse in allen Richtungen. Heute nur ein Schuss. Die Zivilitäre sind wegen ihrer hervorragenden Treffsicherheit und Schnelligkeit bekannt und gefürchtet. Der kleine Dieb oder was auch immer er war, ein Junge jedenfalls, ich konnte nie gut schätzen, wie alt jemand ist, lag auf dem Rücken, die Kapsel mitten in die Stirn gebohrt, kein Blutstropfen. Auf dem Rot der Kapsel konnte ich erkennen, dass es sich um eine kataleptische handelte. Sie bewirkte für 2 Stunden einen todesähnlichen Zustand. Wenn der Getroffene aufwacht, befindet er sich schon in der Isolation. Und dann, adieu, auf Nimmerwiedersehen. Es gibt Leute, die behaupten, man verblöde durch die kataleptische Kugel. Der Zivilitär bückte sich, hob die Ausweismappe auf und gab sie einem Herrn neben sich. Der Mann nahm sie ruhig an sich, zog eine Rechnung hervor und reichte sie dem Polizisten. Die Sicherheitsgebührenabrechnung wird sofort erledigt. Bürokratie mit Dokumenten, Quittungen, Schaltern, Schlangen und Wartezeiten gibt es nicht mehr. Der Zivilitär schaltete den Walkie-Talkie ein und bat um einen Transportwagen. Er schleifte den Getroffenen in eine Ecke auf dem Bürgersteig und schrie, »Ihr könnt aufstehen!« Aber wir lassen uns immer etwas Zeit. Auf einen solchen Vorfall folgen meistens 4 oder 5 weitere, weil die Outcasts die Verwirrung nutzen. Obwohl es nicht leicht ist. Praktisch kommt auf jeden, der sich auf der Straße bewegt, ein Zivilitär. Beim Laufen drehen sie sich ständig nach allen Seiten um. Sie sehen wie Roboter aus. Das intensive Training schärft zwangsläufig ihren Spürsinn, einen gewissen Instinkt. Ich weiß nicht wie, aber sie sehen alles. Wirklich. Sie scheinen mit den gleichen Methoden wie früher die Schäferhunde bei der Militärpolizei trainiert worden zu sein. Dank einer Konditionierung sind sie fabelhaft in ihrer Effizienz. Und wenn sie noch so unbelebt sind, eines muss man anerkennen, sie verhüten Katastrophen in dieser Stadt.
Schlimmer noch wäre es ohne sie. So weit sind wir schon gekommen, dass wir die Zivilitäre als notwendig akzeptieren, sie unterstützen, sie hin und wieder rufen. Wenn ich das eines Tages tun müsste, wäre das für mich schlimmer als Rizinusöl zu schlucken. Was? Rizinusöl? Gibt es das denn noch? Komisch, woran ich mich plötzlich so erinnere. Das Haus der Wassergläser. Jeden Tag komme ich um 10.40 Uhr dort an. Ich habe eine halbe Stunde, um darin spazieren zu gehen, die dort herrschende Ruhe in mich aufzunehmen. Vor 2 Jahren konnte ich den Tag nicht beginnen, ohne das Haus zu betreten, es zu besichtigen. Jeden Tag in aller Ruhe eine Abteilung. Ich betrachte meine Hand. Der Fleck war leuchtend rot und ich schwöre, die Vertiefung kam mir größer vor, viel tiefer. Ich drücke. Es schmerzt nicht. Es juckt noch, aber ein angenehmes Jucken. Ich empfinde es als wohlig und bekomme Gänsehaut. Verrückt, dass es mich in meinem Alter so schaudert wegen eines Juckreizes. Ich bin, wenn ich das Haus der Wassergläser verlasse, immer erschüttert über das Irreparable. Ich meine nicht mein Leben, sondern die Welt, die mich umgibt, wie weit alles gekommen ist. Schlimm. Ich tauche auf dem zementfarbenen Platz unter, der von riesigen farbigen Outdoors beherrscht wird. Ich denke an den Sinn dieses Hauses der Gläser und stelle mir vor, es ist das Böse und nicht das Gute. Reine Mutmaßung. Das Haus ist verloren gegangene Erinnerung. Niemand braucht es. Wenn ich hineingehe, ist mir, als sei ich auf einer Eröffnungsfeier. Jeden Tag wandere ich durch die Wüste, blühe in der Leere der Säle und Korridore auf. Das Gefühl, alles gehöre mir, ist so tröstlich. Egoismus. Aber es kommt mir vor, als beschmutzten die Menschen diesen Winkel, der fast wie eine Kirche ist, eine Kathedrale unserer Zeit mit ihren heiligen Gottheiten und Bildern. Sicher ist das Haus von einem praktischen Standpunkt aus nutzlos und dass das darin ausgestellt ist auch. Dinge, die mit der Zeit unwiederbringlich verloren gegangen sind. Alles funktioniert unter dem Aspekt der Nützlichkeit, ob es dienlich ist oder nicht. Vielleicht ist dieses Haus das letzte Werk, dem man keinen praktischen Wert für die Zivilisation beimisst. Eigentlich dürfte ich nicht im Haus sein. Wenn ich es verlasse, kommen mir lauter Fragen und keine Antworten. Dennoch gehe ich hinein. Ich zwinge mich dazu, finde es notwendig. Wenn ich diese Klarheit, die ich langsam gewinne, verliere, werde ich tot sein. Wie die unveränderten Kalender, die in dem kleinen Zimmer bei mir zu Hause schlummern. Einen Ausweg finden. Wenn die Menschen wollten, gäbe es Möglichkeiten. Niemand will. Niemand sieht etwas. Alle akzeptieren das Unvermeidliche. Die Zeitungen sagen gar nichts. Mit der Zeit sind sie still geworden. Selbst wenn sie sprechen, hätten sie keine Kraft. Überhaupt keine. Das Fernsehen wird überwacht. Auch wenn es nicht so wäre. Es interessiert sich für nichts. Die Nachrichten sind harmlos. Fortsetzungsserien, Einweihungen, Pläne der Regierungen. Versprechungen der Minister. Wie soll man diesen Ministern, von denen die meisten uralt sind, glauben? Sie sind fast unvergänglich, ein Überbleibsel der Epoche der großen Völlerei. Das Volk redet heute noch von jenen unergründlichen Zeiten. Sie leben in der mündlichen Überlieferung weiter. Die Geschichtsbücher übergehen sie. Wer sich große Mühe gibt, wird einige Hinweise in den Zeitungsarchiven finden.
natürlich entstellt. Es war eine Zeit der Intoleranz, der Zerrissenheit, des Schweigens. Als ich unterrichtete, stellten die Studenten Fragen über jene Zeit. Es waren Studenten, die die Universität dann als unbequem abstempelte und vom Unterricht ausschloss. Die Direktion hörte Tonbandaufnahmen von meinen Stunden und ließ mich rufen. Ich sollte sagen, wer gefragt hatte, sollte denunzieren. Anfänglich weigerte ich mich. Ich konnte mich rechtfertigen. In diesen Klassen mit 300 Studenten gab ich zu bedenken, sei es unmöglich zu wissen, wer die unverdauliche Frage, wie die Direktion das nannte, gestellt habe. Wie groß die Klassen heute wohl sind? 500, 600 Studenten? Das würde ich gerne wissen. Und dann wurde die Situation schwieriger. Die unverdaulichen Fragen tauchten immer wieder in meinen Stunden auf. Die Direktion wollte wissen, warum. Was ich denn außerhalb der Hörsäle erzählte. Ich wurde beschattet, mein Haus überwacht, das Telefon abgehört. Sie fanden folgende Lösung. Wer eine Frage stellen wollte, musste vorher seinen Namen nennen. Daraufhin schwiegen viele. Andere wollten lieber eine Bestrafung hinnehmen. Jene Zeit der Völlerei gab es nicht. Das war eine Verleumdung, versicherte die Direktion. Es wird viel geredet. Aber wo sind die Dokumente darüber? Alles Erfindungen, Mythen. Warum die Studenten nicht die Zeitungen, die öffentlichen Bibliotheken, die Archive auf Mikrofilmen nutzten? Alles in den Händen der Regierung. Man musste und muss noch heute auf der Suche nach Papieren, Stempeln und Gebührenmarken für eine Erlaubnis einen langen Weg durch die Bürokratie zurücklegen. So wurde ein solches Vorhaben vereitelt. Vereitelt ist das Wort. Ich hatte Studenten, die Jahre darauf verwendeten, und als die das letzte Nihil Obstat erhielten, verlagerte man die Archive. Frühere Angestellte wurden versetzt und die Neuen hatten bereits Instruktionen und erkannten die Erlaubnisscheine nicht an. Die Studenten versuchten es von Neuem. Die Taktik der Regierung war klar. Wenn ich durch das Viertel der Zirkustanzial Nummer 14 gehe, sehe ich die riesigen Gebäude, in denen das nationale Gedächtnis aufbewahrt wird. Niemand weiß, welche Fakten dort deponiert sind. Ganz zu schweigen von den Mappen mit dem Stempel in 2 Jahrhunderten zu öffnen. Es sind Dokumente aus der Epoche der großen Völlerei. Onkel, stell dir vor, 2 Jahrhunderte. Was? Ich dachte nur so. Bevor mein Neffe mir die Hand entgegenstreckte, hob er sie instinktiv zum militärischen Gruß. Ich übersah die Gäste, unterbrach ihn, zog ihn an mich und umarmte ihn. Er blieb steif, obwohl er freundlich lächelte. Er war ja auch immer wie ein Sohn für uns gewesen. »Was machst du denn hier, Onkel?« »Ich habe das Haus der Gläser besucht.« »Nostalgie?« »Nun, wer weiß.« »Ich bin befördert worden, Onkel.« Ich bin der Erste im neuen Heer, der mit 23 Jahren den Posten eines Hauptmanns bekleidet. Ich hob ironisch die Hand zum Gruß. Er erwiderte ihn voller Ernst. Er war schon immer umsichtig und voller Pflichtbewusstsein gewesen, schon als Kind. Er hockte zu Hause und Adelaide sagte zu ihm, »Du musst in die Armee eintreten.« Damals begriff ich, wie sehr sie mit beiden Beinen auf der Erde stand. Viel fester, als ich mir vorstellen konnte. Adelaide überraschte mich ständig. Wenn ich unsere Beziehung überdenke, erkenne ich, dass ich meine Frau eigentlich recht wenig verstand. Wenn man am wenigsten darauf gefasst war, machte sie eine treffende Bemerkung. Ob es schon zu spät ist? Der Volksmund sagt, es ist niemals zu spät. Nun ja, in einer anderen Zeit, im 17. oder 18. Jahrhundert, hätten sie zu meinem Neffen vermutlich gesagt, werde Priester. Nun ja. An jenem Tag vor 15 Jahren begann Adelaide eine stumme Kampagne, damit der Junge Uniform trüge. Ihr schwebte aber kein einfacher Soldat vor, er sollte Militechner werden. Die besten Posten im Lande befanden sich in den Händen von Militechnern.
Banken, Ministerien, die Multis. Und es war überaus schwer, die Hindernisse zu überwinden, um Militechner zu werden. Wer kam denn, abgesehen von der schweren militärischen Laufbahn, für die fantastischen Gebühren der Universitäten auf? Ich komme vorbei zum Feiern mit dir und der Tante. Darf ich? Unbedingt. Ich werde deiner Tante nichts verraten. Wir werden sie überraschen. Habt ihr zu essen? Das Übliche. Ich werde versuchen, etwas aus der Subsistenz zu bekommen. Übrigens, willst du Wassermarken? Die sind immer willkommen. Ich habe mich nie beherrschen können. Ich habe einen ganz schönen Verbrauch. Ja, ist das Wasser denn nicht dazu da? Es gibt aber doch die Rationierung zur besseren Verteilung. Rationierung, Onkel? Denkst du denn, die gilt für alle Welt? Im Grunde mag ich ihn nicht. Ich nutze die Erleichterungen, die er verschaffen kann. Ich denke, ich habe ein Recht darauf. Ich trage dazu bei, dass das neue Heer mit allen seinen Privilegien existieren kann. Ich muss ihn ausbeuten. Schließlich verdankt er Adelaide und mir den Posten, seine Karriere. Und wie oft hat sie ihm die Wäsche gewaschen und das Essen? Ich wachte jeden Tag um 5:45 auf, machte das Frühstück und zerrte den Faulpelz aus dem Bett. Er ging 2 Jahre auf die Hochschule der Integration. Das war die schlimmste Zeit, bis er alle Prüfungen hinter sich hatte, vor allem die in Treue ideologischer Neutralität und sinnlicher Wahrnehmung. Überhaupt keine Lust zu arbeiten. Es juckt wieder, ich bin beunruhigt. Die Mitte meiner Handfläche vertieft sich. Das kann nur eine Wahnvorstellung sein, die von der Hitze hervorgerufen worden ist. Ich greife nach dem Arm eines Mannes. Er erschrickt. Ich weiß, in welche Gefahr ich mich begebe. Jegliche Reaktion zur Verteidigung der eigenen Sicherheit ist erlaubt. Ruhe, mein Herr, Ruhe. Sehen Sie, entschuldigen Sie, aber ich muss das wissen. Schauen Sie auf meine Hand. Ist da eine Vertiefung? Er versuchte, sich loszumachen. Er sah die Hand und war vielleicht noch entsetzter. Niemand kann garantieren, dass das nicht ansteckend ist. Er ist nur nicht weggelaufen, weil man auf dem verstopften Bürgersteigen unmöglich rennen kann. Für mich ist das die Realität, diese Vertiefung, das Jucken. Unerklärlich. Es ist sinnlos, zum Arzt zu gehen. Lieber warte ich. Ich entkräfte damit Adelaides Ansicht, die mich für einen Hypochonder hält. Sie hat nie an meine Kopfschmerzen geglaubt, an die Übelkeit im Magen. Ich blickte auf. Ein beunruhigendes Gefühl durchfuhr mich. Der Kahlköpfige sah mich drohend an. Ein überraschender Blick, flüchtig und gleichzeitig bohrend. Vor allem beeindruckte mich die Farbe der Haut. Es konnte einem übel davon werden. Rot. Wie bei jemandem mit heller Haut, der sich zu lange in der Sonne ausgesetzt hat. Kein einziges Haar. Die Kopfhaut bestand nur noch aus ausgetrockneten Hautfetzen. Wie der Boden in der Steppe,